Ist nicht mein Rezept, nur das Gewürz. So Leute, und das Schweinefilet wird jetzt noch mal ganz kurz schön angebrutzelt. Genau. Nach einer heftigen Diskussion. Also wir haben uns gerade noch drüber unterhalten, weil Manu zuerst die Schale komplett draufgestellt hat. Und dann habe ich gesagt, auch der Manfred, Filet auf der Plansche kurz anbraten und dann im Blätterteig einwickeln. Und ja, genau so machen wir das jetzt auch. Also ich denke, das ist definitiv sinnvoller. Ich habe schon öfters was mit Blätterteig gemacht. Ja, meinetwegen. Gut, weiter geht's. Genau, Gemüse nebendran stellen. Ja. Fertig, so einfach geht es. Ja, isst du was? Ja. Rotwein, Wasser. So, das Filet von allen Seiten natürlich ein bisschen angebrutzelt. Ein bisschen greife ich natürlich mit ein. Und dann sind wir gleich so weit, dass das Filet in Blätterteig dann eingewickelt werden kann. Aber das dürfen dann wieder die Mädels machen. So, zum Gemüse mache ich jetzt ein bisschen Knoblauch noch dazu. Frisch gemahlen, frisch geschnippelt. Und der Blätterteig wird auch gerade geholt. Dann kann das Filet nämlich eingepackt werden. Richtig. Ich mache das einfach mal so. Ja, dann mach doch. Ja. Ich mach's ja auch zum ersten Mal. Jedenfalls ist es mal wieder ein besserer Bacon. Du meinst nicht so ein Horror-Bacon wie das letzte Aber Mal? Aber hallo! Ihr meint die Dias? Hauchdünnel, transparent. Ja. Da war ja Katastrophe. Also Leute, ich habe wirklich keinen Plan, wie das hinterher aussehen soll. Ich auch nicht. Du auch nicht? Ich habe das nur gesehen von meiner Freundin. Und das hat mir so gut gefallen. Gut. Und man kann ja probieren. Ja klar, natürlich. Sollen wir dir den zweiten Blätterteig auch gleich aufmachen? Ich glaube nicht, dass wir den... Jetzt habe ich ihn schon aufgemacht. Das hat er nicht gemacht. Du hast vorher geschrieben, du willst zwei haben. Ich? Ja, du. Ich aber wirklich. Immer diese Brutalitäten hier. Bitte schön. Ah, halt. Ohne. Geh mal auf die Seite. Auf die andere Seite. Dann nimmt man den einfach und legt den da rüber. So einfach kann es gehen. Bitte schön, du kannst weitermachen. Dankeschön. Also das eine war jetzt der Boden sozusagen und das kommt oben drüber. Ja. Sehe ich das richtig? Genau. Darf ich was dazu anmerken? Ja, bitte. Das würde ich jetzt so nicht machen. Wie dann? Dann würde ich das anders machen. Mach, bitte. Weil wie willst du das umklappen, ohne dass der Bacon und der Käse alles runterfällt wieder? Dann würde ich den jetzt hier nochmal auf die Seite wuchten. Würde den wieder hierher nehmen. Würde das Schweinefilet, das schöne angegrillte, angebratene, ja, okay, nehmen. Das Ganze jetzt schon mal einmal drüber einschlagen. So. Genau. Okay, dann auf die Seite. Nein, und dann würde ich jetzt, wenn du das noch möchtest, eben hier den Bacon drüberlegen und den Käse und dann den Blätterteig drüber legen. Okay, machen wir das so.
Dann können wir nämlich den Blätterteig, wenn der drauf gelegt ist, das ganze Filet umdrehen und von unten nochmal verschließen. Hört sich das logisch an? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das wird eine recht riesige Angelegenheit. Ja, natürlich. Bacon. Guck an, was er schafft mit mir. Warte, ich helfe dir. Edge. So oder so? Wie du möchtest. Sehr gute Frage. Ich würde einen anderen Schwamm drauflegen. Na toll. Ja, nee, aber dann hast du den Vorteil, dass der Toast besser fixiert ist. Flammiert sich ja nur die Doris. Nö. Du gehst weg. Das sind nur Proteine. Ja, die brauchen wir halt oben aber nicht. Manfred will gegrillte Fliegen. Ja. Ja, nee, wohl nicht, aber es ist ja modern. Wir müssen sie ja bald essen. Nächstens gibt es wieder ein Bacon-Netz. Ja. Von Bacon. Wie heißt es? Bacon, wenn sie nicht noch Urlaub haben. Ja, die Säcke machen immer so viel Urlaub, das ist brutal. Aber echt. Die verdienen sich stumm dämlich, aber die verknoten sich alle Finger. Die zwei Scheibchen kommen jetzt auch noch drauf. Das eine gibt eine Probierrolle, oder? Ne? Ja. Dann halt nicht. So, du ja. Grillmeister, bitte weiter. Bitte weiter. Guck mal, da ist wieder so kalt. Protein. Jetzt ist weg. Ja, fast. Holz rum, ja. Dann wäre ich aber nicht genau in die Mitte gekommen. Jetzt muss ich da auch noch mal Bacon drauf machen. Nein. Das ist jetzt unten drunter. Jetzt müssen wir das bloß so halbwegs hier sauber drüber ziehen. Versuchen. Was machst du da? Lass mich nachher so. Ja. Genau so. Okay. All die Bombe bauen. Ja. Yeah. Soll man jetzt da noch die dritte Blätterdecke holen? Nein, das lassen wir jetzt so. Dann drehen wir das Ganze wieder einmal um. Ja. So. Und das Ganze hätten wir jetzt noch mit ein bisschen Kondensmilch verquirlten, Ei mit Milch oder sonstiges schön einfüllen können. Dann wird der Blätterteig nämlich noch etwas schöner. Du kannst zwischendurch ein ja, natürlich. Ei machen, Alter. So Leute, und dann legen wir das ganze Gerät auf den Grill wieder. Das ist so. Von rechts. Ah, von rechts. So. Und so jetzt einfach drauf lassen. Wollen wir das Gemüse gleich einmal durchrühren? Wollte ich gerade machen. Das wird auch so langsam. Kommt so lange für die Flüssigkeit dazu? Nein, da ist genügend drin. Das war nur Wasser. Nee. Boah, also das Gemüse riecht jetzt schon gut. Mit dem Rotwein drin. Ja.
Ich mag ja so keinen Wein, aber so im Gemüse und so, ja. Gut, Deckel zu, grillen bis fertig. So, hier wird jetzt, glaube ich, die Bolognese gemacht. Eine schnelle Bolognese für den Kürbis, ja. Ja, mit? Mit Hackfleisch. Tomaten. Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, italienische Kräuter und Salz. Okay, ja, gut. Anbraten, zusammenbrutzen, zusammenschmoren. Genau. Fertig. Ja. Gut. Kartoffeln? Ja. Für? Salzkartoffeln kommen auch dazu und Rotkraut. Ah, okay. Jetzt wissen wir das auch. Gemüse mittlerweile herin. Hier drüben wird die Bolognese, glaube ich, tot weitergemacht. Ja, für den Kürbis. Okay. Ja. So weit, so gut. Noch zwei Töpfe für? Rotkraut und für die Soße, für Schweinefilet. Ah ja, okay. Die machst du als nächstes? Die mache ich jetzt als nächstes. Ich nehme an, das klein passiert. So, Freunde. Das Filet ist halt, ja, der Blätterteig seitlich ein bisschen aufgegangen. Aber soweit eigentlich fertig. Jetzt fehlen bloß noch die Beilagen. Mädels, wie sieht's bei euch aus? Ja, der Kürbis kommt jetzt raus. Ah, da komme ich ja gerade richtig. Da bin ich ja jetzt gespannt, wie das funktioniert. Gabi, habe ich? Spaghetti-Kürbis. Also ich habe keine Ahnung jetzt, aber davon auf alle Fälle jede Menge. Das habe ich ja, glaube ich, am Anfang vom Video schon gesagt. Ja. Bitteschön. Also Leute, wir haben jetzt zwei verschiedene Rezepte. Das eine Rezept sagt, man soll das Zeug rausschaben, ist aber mit einer komplett anderen Soße. Spatzel hat es mit Bolognese gemacht. Genau. Sprich, die Bolognese kommt jetzt hier rein. Richtig. Also, dann mach doch. Das ist normaler Hauptgericht und keine Beilage. Wer soll das alles essen? Genau, wir messen an Manfred heute. So, die Bolognese kommt jetzt hier rein. Wer soll das heute alles essen? Also, jetzt springt Alina gerade noch und holt den Parmesan. Der ist am anderen Kühlschrank unten. Ja, und dann geht es in der Küche weiter. So, Freunde, und jetzt kommt der Augenblick. Ja, das Ding hat schon gelassen. Aber wir schneiden das Teil in der Mitte durch. Und. Geh jetzt durch, da unten der Blätterteig. Ja, sieht gut aus. Unten etwas dunkler. Etwas viel dunkler. Ja. Am Anfang waren die mittleren Brenner noch ziemlich an. Habe ich nicht mitgekriegt. Naja, ich schneide jetzt schön in Scheiben. Und das untere Teil lassen wir halt dann einfach verschwinden. Und dann können wir eigentlich schon essen. Heiß. Und immer noch kein Fleischgabel hier. Nimm die Zange. So, wir sind jetzt hier gerade bei der lustigen Essensverteilung. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir den unteren Boden gleich weggeschnitten. Vom Filet. Vom Blätterteig. Und ja. Fangen wir hier mal an. Das ist jetzt richtig, richtig gut geworden. Jetzt schneide ich mir direkt was von dem Filet weg. Und probiere ja, das Filet mit dem Gewürz.
Die Sabalot. Schmeckt richtig, richtig geil. Ja. Dann ein bisschen Blätterteig mit Bacon und Käse. Oh, halt. Definitiv eine reichhaltige Mahlzeit. Und ich denke, den Kürbis wird man nachher dann auch noch zu sehen bekommen. Der braucht noch ein paar Minütchen. Aber wir essen jetzt, sofern es der Rest von der Mannschaft auch einmal am Tisch schafft. Und da ist dein Teller. Ja, genau. Wir sehen uns nachher nochmal. So, nächster Tag, nächstes Glück. Kürbis. Ist jetzt noch unser Mittagessen? Ja. Jetzt kann man den Kürbis hier so schön rausgabeln, rauslöffeln, wie man will. Dankeschön. Die Frage ist jetzt bloß, ob das jetzt noch mit den Spaghetti in Spaghetti-Streifen ziehen geht. Also, Ich glaube nicht mehr so. Doch, ne, so halbwegs. Dann probieren wir das Ganze mal. Geil. Kamera mal ein bisschen hier wegzoomen wieder. Man hätte jetzt, wie gesagt, vorher alles rausziehen können oder jeden dann so einen halben Kürbis auf den Teller tun. Und ja, wir haben jetzt die zweite Variante gemacht und lecker. Und das Gute ist, heute ist die Bolognese-Soße auch noch richtig durchgezogen. Also wir essen jetzt, nachher sehen wir uns dann noch zum Komplettfazit. Ja, bis dann. Noch einen kleinen Blick aufs Tellerchen. Alles jetzt rausgeschabt und ja, ab in alles. So Leute, dann kommen wir noch zu dem Gesamtfazit. Ihr randaliert schon wieder. Also, gestern das Filet sehr geil gewürzt. Also wie gesagt, wenn jemand die Gewürzmischung haben will, muss er selber mitschreiben. Ganz einfach. Der Blätterteig, dadurch, dass ja der Bacon und der Käse dazwischen drin war, war noch richtig schön saftig. Also er war durch und er war richtig, richtig geil. Also ich fand das genial, so wie man das gemacht hat. Wirklich gut. Was gab es dazu? Kartoffeln und diese Soße von dir? Ja, genau. Alles hervorragend. Wunderbar. Das mit dem Kürbis war vielleicht sogar ein Vorteil, dass man den heute erst gegessen hat. Der war, ja, zum einen, wir konnten gestern nicht mehr. Und zum anderen, heute gleich ein schönes Mittagessen noch gehabt. Ja. Er war sehr lecker. Und ja, die Bolognese-Soße war richtig schön durchgezogen. So, und jetzt könnt ihr quasseln. Ja, ich schließe mich dir an. Ja, in Zukunft spreche ich immer als Letztes. Nee, und trotzdem sehe ich den Hokkaido-Kürbis vor, vom Geschmack her. Okay. Ansonsten war es sehr lecker. War sehr lecker, das Essen, das Wochenende, ja. Also ich mache mal so einfach und sage, ich kann mich nur der Mehrheit ausschließen. Und genug war es wirklich. Ich bin froh, dass ich morgens nichts frühstück, weil mir hat es gereicht heute wieder. Ja, eigentlich sind wir jetzt schon satt. Abgefüttert. Schon wieder weggefüttert. Abgefüttert, eindeutig. Ja. Ja, in dem Sinne freuen wir uns natürlich wieder aufs nächste Mal. Ja, natürlich. Wir wissen, wann wir spätestens kommen. Ja, wir auch. Wieder hierher. Und ja, in dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich auch freuen, damit die Zahlen auch mal wieder nach oben gehen. Aber genau. Ja. Aber genau. Ja, und dann schauen wir mal, was wir als Nächstes Schönes machen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.